Hier übernehmen Tierschützer eine Molkerei. An dem bereits fünften Tag eines angeblich gewaltlosen zivilen Widerstands haben Tierschützer von Animal Rebellion die Müllermilchfabrik in Droiwich besetzt. Die Aktivisten bohren Löcher in die Reifen der Lieferfahrzeuge, danach schneiden sie die Druckventile ab. Als die Lastwagen fahruntauglich sind, klettern sie in die Ladebuchten der größten Milchfabrik in den Midlands, um sie zu besetzen. Die Tierschützer wollen mit der Aktion den Verhandlungen über die Umstellung auf ein pflanzliches Lebensmittelsystem Nachdruck verleihen. Die Regierung hatte die Forderungen bislang ignoriert. Nach Meinung von Animal Rebellion ist der Übergang zu einer pflanzenbasierten Zukunft die entscheidende Lösung für die weltweite Klima- und Umweltkrise.